Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung, denn ich werde hier ein paar Spiele vorstellen und ja, ich werde noch kurz was zum Anfang sagen. Alle Links von den Spielen, die ich vorstelle, sind unten in der Videobeschreibung. Und ich bitte euch, geht auf diesen Link, klickt drauf und tut euch über den Link hier einfach einloggen. Ihr könnt das nur kurz anzocken, aber das reicht schon, denn dadurch bekomme ich ein bisschen Geld und hauptsächlich mein Netzwerk, und dadurch haben wir es eben gestartet. Ich hoffe, dass ihr dazu bereit seid, das zu machen, und ich würde mich freuen, wenn ihr das macht. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt an mit den Spielen, denn das erste Spiel ist Good Game Empire. Ich glaube, ihr kennt das alle aus Werbungen. Wie gesagt, Spielername einfach eingeben, E-Mail-Adresse und Passwort. Bei der E-Mail-Adresse könnt ihr eine E-Mail-Adresse nehmen, wo ihr für alles Mögliche verwendet. Also vielleicht nicht die Haupt-E-Mail-Adresse, wo wichtige Sachen reinkommen. Naja, ich habe mich schon eingeloggt und habe auch schon gespielt. Und deswegen können wir jetzt mal kurz reingehen. Schwappdiwupp, es lädt. Und öle die Kettenhemden. Ich finde es eigentlich von der Grafik ziemlich gut für sowas. Bin in einer Allianz schon drin, und ja, wie ihr hier sehen könnt, ist das hier mein kleines Dorf. Hier hinten hat man eine Schatzruhe. Geh mal draus, dann tun wir das mal. Ne, ich will keine Rubinen, ich will die auch nicht öffnen. Die kann man mit Rubinen öffnen, und hier seht ihr die Rubinen und hier oben die ganzen Materialien. So, jetzt haben wir hier unten Quests, und da klicken wir drauf und machen mal zwei Quests. Hier ein Hausbau, dann nehmen wir einfach mal noch ein zweites Haus hier raus und bauen das mal hier hin und warten, bis es fertig gebaut ist. So. Ah, toll. Die guten alten Zeiten kommen hoch. Nein, Spaß. Ich finde, das Spiel macht echt Spaß, wenn man Zeit dafür hat. Habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber kann man ja machen. Hier bei Quests gibt es hier noch mehr Nahrung. Wir können auch ein Farmhaus bauen. Wir können das auf... Warte, was steht da? Wir sollen es... Genau, ein zweites sollen wir bauen. Gut, dann bauen wir noch ein zweites Farmhaus. So. Und da muss ich jetzt gerade mal gucken. Ein Aufseher. Nein, ich will keinen Aufseher. Abreißen will ich es auch nicht. So. Dann sollten die hier eigentlich so... Wenn ich das hier ausbaue, gehen die an die Felder und tun so ein bisschen was reinmachen. Dafür habe ich jetzt EP bekommen. Das wird eigentlich gleich angezeigt. Hier, wenn ich hier noch ein Belagerungsding baue... So. Dann, wenn das fertig ist, kriege ich ein bisschen XP. Und das seht ihr oben. Ich bin schon Stufe 4. Wie gesagt, ihr könnt reingehen, euch anmelden, ein bisschen anzocken, bis wir die ersten Quests fertig sind. Und dann könnt ihr von mir aus wieder aufhören. Das ist schon alles, was ihr machen müsst. Ich freue mich sehr, wenn ihr das machen würdet. Und wenn es hier fertig ist, gehen wir auch gleich schon zum nächsten Spiel über. Und wie ihr seht, hier XP haben wir bekommen, Belohnung und Holz. So. Hier oben. Warte. Lass uns eine Belagerungswaffe bauen. Ja gut, dann machen wir noch eine Belagerungswaffe von mir aus. So, hier, dann wird es euch gezeigt. Dann gehen wir dahin. Und dann nehmen wir natürlich eine Leiter und bestellen diese. Und dann können wir die schließen und dann ist die fertig. So, jetzt greifen wir auch gleich schon an, habe ich so das Gefühl. Wir greifen diese Burg an. Na klar. Und so, jetzt mein erster Angriff. Sie gehen alle rüber. Ich sehe das da. Und wir haben gewonnen. So, das war's. Jetzt sind wir Level 5 und haben Sachen dazu bekommen. Haben wir hier einen Kampfbericht. So, und dann können wir das wieder schließen. Und dann können wir zurück zu unserer Burg gehen. So, ich finde... Ach, so eine Frau ist doch toll, oder? Dann nehmen wir hier die Frau. So, hoffe ich mal, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Ja, das war's mit dem ersten Spiel, Good Game Empire. Und dann gehen wir auch gleich zum nächsten Spiel über. Bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem nächsten Spiel. Ich weiß nicht, warum ich gerade die normale Begrüßung gemacht habe. Egal, es geht um das nächste Spiel. Das heißt nämlich Goal United Pro. Es ist ein Fußballmanager, wie man hier sehen kann. Und wie gesagt, E-Mail-Adresse, Passwort eingeben und der
AGB und Datenschutz akzeptieren und dann könnt ihr auch gleich losspielen. Ich habe das auf einer anderen Seite und das wird richtig kurz rüber. Einen Moment, bis gleich. Hallöchen und da sind wir schon wieder und ich weiß, ich mache da die richtige andere Begrüßung. Egal. Wie ihr hier seht, haben wir eine wunderschöne Oberfläche. Hier oben seht ihr ein Testspiel und wir haben hier an der Seite verschiedene Quests und hier unten eine Leiste, wo man eben verschiedene Sachen auswählen kann. Und ich würde sagen, ich bin schon Level 2, habe 175.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ein nächstes Spiel uns vor und wir gehen ins Stadionumfeld. Okay, wir gehen in den Verein und ins Stadion. So, was dürfen wir dort machen? Baue eine Massagepraxis. Ach, die ist schon am Laufen. Gut, die habe ich schon gebaut. Die dauert noch ein Weilchen. Ist ein bisschen blöd, dass es ein bisschen lange dauert, aber es ist ein. Man kriegt viele P dafür. Dann gehen wir mal zum nächsten über. Wir gehen mal jetzt in den Vereinbereich. Oh, da war ich gerade. Und Sponsoren. So. Dann kriege ich einen Sponsor aus. Da können wir auswählen, wie viel wir pro Woche bekommen. Basis pro Woche und Punkteprämie. Ist eigentlich. Ja, machen wir mal den da. So, dann nehmen wir den mal an. So, dann kriegen wir hier Geld dazu und holen wir gleich ab. So, 7 Tage. Und jetzt wird uns gezeigt, wenn wir jetzt 7 Tage lang einloggen, kriegen wir schöne, schöne, viele Preise Geld. Oh, 500.000. Dann Sterne. Ja. So, schließen. Jetzt haben wir ein Starterpack bekommen. Was gibt's noch so Tolles? Jetzt öffnen wir das Kartendeck und öffnen dieses. Und. Jetzt haben wir hier Konditionen, Mental und sowas bekommen. Das können wir einsetzen, damit die Spieler besser werden. So. Können wir einsortieren. Einsortieren. Dankeschön. Und was dürfen wir jetzt machen? Hätten ich es nicht früher sagen können. Ich schaue mir eine Karte an. Gut. In einem Boostpack findest du viele nützliche Karten, die du an verschiedenen Stellen im Spiel einsetzen kannst. Deine Karten findest du auch immer in deinem Kartendeck. Dann geht es auch gleich weiter zur nächsten Liste, nämlich öffne deine Kaderliste. Gehen wir auf Team und auf Kader. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wähle einen Spieler ohne Talent. Hat der ein Talent? Nehmen wir mal den hier. So, was jetzt? Talent, Slot. Und dann können wir dann eine Karte auswählen. Nehmen wir mal das hier. Oh, er hat ein Talent bekommen. Das Talent geht gerade und. Ah, ein Reflexgott. Das ist ja geil. Perfekt eingesetzt für den Torwart. Okay, dann kriegen wir eine neue Karte dazu. Und das war's mit dem hier. Was gibt's denn hier noch so Tolles? Managername. Wie heißen wir denn? Wir heißen. Die grüne, ups, die grüne Gurke. So, wir sehen jetzt die grüne Gurke. Perfekt. Und kriegen dafür 100.000, weil wir jetzt grüne Gurke heißen. Und es geht an und an weiter. Du hast so viele Quests, die du machen kannst. Ich will es hier nicht in die Länge ziehen. Wir gehen jetzt noch kurz hier auf Spiele und auf Liga. Und was können wir noch machen? Dort melden wir uns in einer Liga an. Natürlich gehen wir in eine deutsche Liga. Ist ja wohl logisch. So, dafür kriegen wir jetzt Geld. Und ich würde sagen, das war's von diesem Spiel. Wenn ihr mehr wissen wollt oder wie komplex das Spiel aufgebaut ist, dann testet doch einfach selber aus, meldet euch an, spielt's für eine Weile. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es ja weiterzocken. Und ja, dann kommen wir auch gleich schon zum letzten und zum nächsten Spiel. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir schon beim nächsten Spiel und ihr könnt es schon sehen, es ist War Thunder. Ja, das Spiel ist ziemlich geil. Ich selber habe es auf Steam gespielt. Das Problem ist, ich habe leider das Spiel gelöscht und ich müsste das jetzt komplett runterladen. Ich könnte es mal kurz hier starten, den Download, da seht ihr das.
Das ist aber kein Problem. Ich werde jetzt einfach irgendwie ein paar Bilder einblenden, wie das Spiel aussieht. Es geht einfach darum, dass man in verschiedenen Positionen spielen kann. Man kann im Panzer spielen, man kann im Flugzeug spielen und man ist eben auf einer Karte. Und War Thunder sind eben alle kompletten Flugzeuge aus dem Zweiten, Ersten Weltkrieg, aber auch originalgetreu echt nachgestellt. Also, naja. Und wie ihr schon seht, hier unten ist 3,6 GB und ich habe einen Download von 334 Kilobit. Also es dürfte eine Weile dauern. Deswegen unterbreche ich den. Ja, ich bin mir sure. Ja, und wenn ihr das spielen wollt, ganz einfach, ihr geht auf den Link. Ich muss kurz den Link raussuchen. So. So, dann habe ich den Link gerade gefunden und wie ihr seht, sind wir auf der Startseite. Und hier seht ihr auch im Hintergrund, wie das Spiel so aussieht. Ziemlich realistisch gehalten, mit einer guten Grafik, finde ich. Ich habe es ja selber mal gezockt. Und wenn ich hier Play Now drücke, dann lädt es hier. Eigentlich muss man sich noch anmelden, aber ich habe mich schon angemeldet. Deswegen breche ich hier mal kurz den Download ab. Denn man muss sich zuerst anmelden und dann kann man es runterladen. Und da kriegt ihr einen Launcher und den müsst ihr ausführen und dann kommt ihr auf den schönen Launcher, den wir davor hatten, nämlich. Und das Spiel müsst ihr einfach auch ein bisschen anzocken. Die erste Anfangsmission müsst ihr spielen. Ich hoffe mal, ihr müsst es nicht machen, aber ich freue mich, wenn ihr das machen würdet. Und ja, das war's. Wie gesagt nochmal, ich habe schon tausendmal gesagt, geht auf die Links unten in der Beschreibung, meldet euch an und zockt es ein bisschen an. Und das ist gut für mich und gut für euch. Ich habe ein bisschen was zu zocken und auch gut für mein Netzwerk. Und ja, das war's mit der Produktplatzierungsvideo, nenne ich es jetzt mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Was es wird, verrate ich nicht. Ich arbeite ein bisschen dran. Ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.